Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Habos. Es ist ein ganz normaler Abend im Hotel. Jeder kümmert sich um sich selbst, aber dann taucht dieser Typ auf und lässt diese Bombe droppen. Gebt euch. Warnung. Augenkrebs ist möglich. Nichts wurde verfälscht oder verbessert. Alles original. Meine Geschichte. Ich bin bekannt als Ed Dennis. Meine Geschichte in Habbo fängt 2005 an. Ich gebe zu, unmöglich dran zu denken, aber ich war 4 Jahre alt. Habbo ist ein Teil meiner Kindheit, schon immer gewesen. Ich habe es geliebt, meine Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen, um Metaller zu kaufen zu können. Habe besonders gern M. Engelhardt Kickduell gespielt. Aber besonders fand ich die alten Games besser. Snowstorm und Battle Ball. Schaut euch an, was Sulake nun alles schon angerichtet hat. Team Beam, ein wirklich tolles Spiel. Wäre das nur möglich, wäre es anstatt Clouders Eis von mir gebaut worden. Alle alten Games, wenn ich daran denke, was es jetzt nicht gibt, das muss ich wirklich weinen. Oh, es ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ich sehe, wie die User miteinander umgehen und wie sie früher miteinander umgegangen sind. Habbo ist keine Community mehr, schon lange nicht mehr. Besonders Altersbeschränkung 12 Jahre? Ganz ehrlich, 6 Jahre angemessen. Manche, die bereits über 12 oder sogar über 18 sind, verhalten sich nicht geistig reifer als ein 6-Jähriger. Ich habe meine schöne Kindheit im Alter von 6 bis 10 Jahren verschwendet. Mit Habbo. Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich für so eine Scheiße meine Kindheit verschwenden musste. Es drückt mir gerade wieder auf der Brust. Ich bin wirklich davor zu weinen. Und ich habe mein Leben verschwendet. Davon nicht genug. Stress im Real Life. Überall. Ich habe die Schnauze voll. Mir reicht es. Ihr könnt spotten, so viel ihr wollt. Über mich. Aber ganz ehrlich, ich stehe dazu. Ich war 4, als ich mit Habbo angefangen habe. Ich habe meine Kindheit nie genießen können. Und wofür? Mir ansehen zu müssen, was alles auf der gesamten Welt passiert. Scheißegal welches Land. Scheißegal was für eine Abstammung. Es gibt keinen Sinn mehr, so zu leben. Sag mir bitte einen Grund. Liebe? Oft genug gebrochen. Ein tolles Leben? Bereits verloren. Freunde? Hatte ich, um ehrlich zu sein, nie. Ich stehe zu all dem, was ich hier schreibe. Verspottet mich. Ich habe es nicht anders verdient. Okay, ich sollte es gleich mal original übernehmen. Ich habe es nicht anderser verdient. Ich bin ein 15-jähriger Idiot, der sein gesamtes Leben einschließlich maximal 1 Jahr Pause mit Habbo verbracht hat. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es, was aus mir geworden ist. Und besonders hasse ich Menschen. Jetzt ist es raus. Ich bin menschenfeindlich. Niemand sieht es mir an. Doch tief in mir hasse ich Menschen. Mir sind Tiere wichtiger. Das gebe ich zu. Meine schreckliche Kindheit begann damit, dass ich einen Hund verloren habe. Er ist nicht gestorben, was mir in diesem Falle wirklich lieber gewesen wäre. Man hat mich von ihm getrennt. Er war für mich wie ein zweites Herz. Und obwohl es alle wussten und ich einen Monat nichts machen konnte, seitdem er weg war, hat man nichts gemacht. Ich habe angefangen darüber nachzudenken, wer Schuld hat. Habe grausame Gedanken gehabt, mit 8, wen ich zuerst umbringe, wer es verdient hat. Ich am wenigsten dachte ich früher, ich habe nie jemandem etwas getan und dann so meine Seele zerstören. Wenn man mich wegen meinen Gedanken bestialisch findet, dann bitte schaut euch an, was noch alles auf dieser gottverdammten Welt passiert. Es kann nicht sein, dass Menschen wie mich wegen ihren Gedanken kritisiert. Wo ist Bobo? Gibt, die womöglich keine Kinder entführen oder ähnliches. Es stört euch, dass Kinder, Jugendliche im Alter von 15 sowas wie ich denken? Ganz ehrlich, ihr habt sie nicht mehr, alle. Niemand hat das Recht zu bestimmen, wer stirbt. Ich nehme mir jeden Tag das Recht und denke daran, wie gerne ich den oder den Bobo würde. Einfach aufs Spaß, freut euch hier. Habt etwas, um über mich zu lästern. Der bin ja krank im Kopf. Haben sie nicht mehr alle. Ich sollte sterben, anstatt daran zu denken, wie andere sterben. Ihr habt genauso den Ton verdient wie ich. Keiner hat es verdient. Zu lesen. Genauso wenig wie hier es jemand verdient hat, meinen Respekt zu erhalten. Sollten diese Post-its zensiert werden, sollte das ein Beweis dafür sein, dass ich mit allem Recht hatte. Und sollte dieser Post-it Ewigkeiten bestehen, dann sollte es sich beweisen, dass sich doch einige diese Post-its zu Herzen genommen haben. Ich bin kein Vorbild, werde es nie sein, aber ganz ehrlich, mich sollte man eher respektieren als so einen Kanzlerin mit dem Namen Merkel. Es gibt genug Menschen, die etwas falsch machen, doch manche, die sich übertreiben, es wirklich schade, dass die ISIS gescheitert ist bei dem Mordversuch. The fuck? Weiter ging es, dass ich zum richtigen Suchti wurde, als mir mein Hund weggenommen wurde. Ich war gerade mal 8, da saß ich bereits 8 Stunden am Tag vor dem PC und hatte nichts Besseres zu tun, als dieses 0815 Browser-Game zu spielen. Respekt an mich selbst. Hobbylos. Okay, ich würde jetzt sagen, habolos, aber das ist ein echt behinderter Pun. Weiter im Text.
ist, wusste ich sogar. Schon mit 8 und da war ich nicht der Hellste, besonders nach dem Vorfall mit meinem Hund ging es mit meinem Lieben sehr weit zurück. Ich habe alles vernachlässigt, am meisten die Realität. Ich bin nicht so schlimm geworden, dass ich nun als Kind schon Amokläufer wurde, doch ich war zerstört. Ich hatte nichts mehr, wofür sich zu leben lohnte. Das habe ich jetzt genauso wenig und das ist echt, voll echt, meine Rede. Schade, es euch zu geben. Was? Schade, es zuzugeben, denn viele stecken Hoffnung in mir, dass ich ein tolles Leben führen könnte. Ich will kein Leben mehr haben. Ich hatte nie eins. Ich will nie eins. Akzeptiert es. Jeder, der es mir abreden wollte, niemand kann etwas daran ändern. Dass ich mein Leben so sehr zerstört, hatte ich nicht einmal meiner Mutter, die mich zur Welt brachte. Mein Hund war mir wichtiger als sie. Niemand kann seinen Platz... Okay, sein Hund ist wichtiger als seine Mom. Läuft bei ihm. Einnehmen. Niemand könnte es, selbst Leni-chan nicht. Ich gebe es zu, es ist nur Pixel, aber trotzdem, wir haben so tolle Sachen im Teamspeak gesprochen. Tut mir leid, ich wollte Teamspeak sagen. Da habe ich mich nicht einfach in ihr Inneres verliebt und es gibt Gerüchte über sie, die vielleicht wahr sein werden. Doch das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Niemand kann mir verschreiben, wen ich lieben darf und wen nicht. Und bei Leni war es leider... Alter, der hat so einen Knall. Gescheitert ist bei dem Mordversuch. Hups. Ein Klick zu wenig. So dass ich mich nicht in ihr verliebte. Ich hatte bereits schon einmal so ein Drama und es ging nicht so schnell, wie ich mich in Leni verliebte. Denn ich habe sofort erkannt, sie ist wie ich. Ich dachte, ich hatte eine perfekte Person gefunden. Ich will dazu nicht mehr schreiben. Es gab, bevor ich Leni traf, bereits noch eine Liebe für mich. Diese hatte nichts mit Habu zu tun, sondern größtenteils im Teamspeak. Dort ein Mädchen, mit der ich oft verschiedene Spiele gezockt habe. Erst war gar nichts, nur Freunde. Doch dann wollten wir uns mal treffen. Haben es auch schon in 6 Monaten mehrmals geschafft. Uns trennten 300 bis 400 Kilometer. Trotzdem nahmen wir uns die Zeit. Irgendwann habe ich meine Gefühle so entwickelt, dass es ihr sagte, dass ich sie liebe. Ihre Antwort traf direkt ins Herz. Sie blockierte mich. Oh Mann. Sie blockierte ihn, das ist doch... Oh Mann, das ist echt nicht zu fassen. Es gab nichts, was sie zuletzt sagte, schrieb oder ähnliches. Sie ging aus dem Teamspeak. Ich sag ganz jetzt Speak. Channel hatte mich auf Bobo etc. blockiert und ich konnte ihr nichts schreiben. Ich konnte auch niemanden ansprechen, der für mich mit ihr redet. Jeder sagte, ich soll es selbst klären. Dazu kam es leider nie. Nun seht mich an, ich bin verzweifelt. Keine Hoffnung mehr im Leben. Ich bin Hauptschüler. Ich... Sag mir bloß nicht, dass du Kevin heißt, Mann. Ach nee, der heißt ja Dennis. Aber das ist ja dieses Klischee. Keine Zukunft mehr im Blick. Für mich ist alles durch. Es gibt einen Band zwischen meinem Leben und mir und das ist nun wirklich gerissen. Macht Witze darüber, so wie Prince of Persia. What the fuck? Typischer 14-Jähriger in der Pubertät. Es stört mich nicht mehr. Ihr könnt mich nicht mehr zerstören, als ich es schon bin. Und glaubt mir, ich bin dermaßen zerstört, dass Tut mir leid. Dazu lebe ich nicht bei meinen Eltern. Ich wohne bei einer Pflege. Familie. Achso, der hätte mal ein Komma setzen sollen. Scheiße. Nicht, weil ich so schlimm war, sondern einfach, weil es so kam. Meine Mutter und ich wohnten zusammen mit meinem Vater ursprünglich in Sachsen. Doch mein Vater, der hatte eine recht schreckliche Geschichte, welche dazu führte, dass meine Mutter mit zusammen nach Hannover ziehen wollte, zu meiner Schwester und ihrem Mann. Alles entwickelte sich weiter dazu, dass sich meine Mutter über etwas aufgeregt hatte, was sie dann dazu verleiten ließ, dass sie wieder zu meinem Vater zurückziehen wollte. Ich hatte das bereits einmal durch. Mit 10. Ich war 12, kurz bevor ich 13 wurde. Ich wusste bereits... Alter, da kann ich nicht ernst bleiben. Alter, der Text ist da so scheißenhässlich. Ich wusste bereits noch einmal. Ich hatte schon seit ich 10 keine Freunde. Ich wurde in der Schule gemobbt und vieles mehr. Doch man machte mir das Leben schwer und keiner sah es mir an. Man hat sich lustig über mich. In diesem Moment habe ich echt Tränen gelacht. Chat geht echt ab. Das war schon lustig. So, weiter im Text. Gemacht. Es hat mich irgendwann nicht mehr gestört, aber da war es schon zu spät. Ich gab allen immer mehr einen Grund, mich zu mobben oder ähnliches. Weiter am Text. Ich blieb bei meiner Schwester und ihrem Mann, meinem Schwager, in Hannover. Ich nenne sie nicht reich, aber Geld hatten sie schon. So kannte ich es nicht, denn meine Eltern waren ja... Meine Schwester war der Ansicht, meine Eltern waren ja meine Schwester.
Hä? Der Typ hat einfach mal was übersprungen. Meine Schwester war der Ansicht, sie müsste das Jugendamt einschalten. Es war auch richtig. Und ich durfte bei meiner Schwester bei meinem Schwager bleiben. Die beiden hatten auch noch ein Kind. Meine Nichte. Sie ist einer der letzten Gründe, der mir dazu verleiten, keinen Selbstmord zu begehen. Ach die, okay. Ich will ihr, auch wenn es ihr es zurzeit schlecht geht, sie ist 3, immer helfen in der Gegenwart. So wie. Mir ging es einfach so schlecht, dass es winkt. Das entwickelte sich genauso durch schlechte Ereignisse, die bald eintrafen. Der Altersunterschied zwischen meiner Schwester und meinem Schwager waren 20 Jahre. Beide waren sicher, es würde nicht lange halten, die ihre Ehe. Und dann kam auch bald, sie betrog meinen Schwager mit. Also allmählich wird es echt behindert. Einen anderen. Nicht nur das Leben meines Schwagers war zerstört, meins war zum erneuten Mal zerstört, dass ich das Jugendamt sicher war, dass ich in eine Pflegefamilie komme und nicht bei meiner Schwager bleiben kann. Das Tragische an der ganzen Sache ist, er hatte einen Hund, einen Berner Sennenhund. Er wuchs mir ans Herz, so wie mein alter Hund. Nicht so sehr, aber auch nicht recht wenig. Boah, echt anstrengend, die Scheiße zu leben. Mein Schwager baut einen Frust ab, indem er arbeiten geht. Er leitet seine eigene Firma Filiale, die Post austrägt, und er verdient nicht wenig. Er hatte bereits schon einmal eine Familie, die er für meine Schwester verließ. Er tut mir wirklich leid. Er hat von allen Personen, die ich traf, kennengelernt, meinen Respekt verdient. Wir lebten etwa 2 Monate zusammen. In diesen 2 Monaten ist er mir wirklich wichtig. Es wird immer langweiliger. Ich wollte seine ganze Dummheit in einem Video einfangen. In diesem Moment sitze ich vor meinem PC-Bildschirm und weine. Ich brauche kein Mitgefühl, lästert weiter über mich, so wie man es vorher auch schon tat. Ich habe sehr vieles verloren, darunter auch meine Ehre, die ich hier gerade, was, man hat Ehre in Habo, holy shit, in den Dreck ziehe. Ich habe keinen Respekt vor mir selbst, ich achte auf meine Hygiene. Alter, ich achte auf meine Hygiene. Aber mir ist alles andere scheißegal. Mir wurde oft genug wehgetan, dass ich es letztens schon verkrafte, wenn man über mich lästert. Okay, mich schlägt oder ähnliches, wieso auch nicht. Mich schlägt. Achso, okay. Der Held, das ja ausdenkt, es euch weiter. Ich hoffe gerade in diesem Moment, dass dieser Raum nicht gesperrt wird. Da ich sehe, dass sich ein Botschafter am Raum befindet. Oh mein Gott! Ein Botschafter. Holy shit. Befindet. Es ist nichts Anstößiges dabei, denke ich. Aber trotzdem wäre es eine Schande für mich, alles, was ich bisher schrieb, aufzugeben, weil ein Mod vorbei spaziert. Das ist kein Mod, das ist ein Botschafter. Und wenn du glaubst, ein Botschafter würde ein Mod rufen für so eine Scheiße, dann hast du dich echt gestrichen. Hast du dich echt gehört? Gestrichen? Warte mal ganz kurz. Das ist kein Deutsch. Das war bereits das Ende. Ich habe nicht mehr zu erzählen. Ich werde gleich den Raum dekorieren, ihn so lassen und auf Ewigkeiten zu stehen lassen. Jerker Masood ist ein Freund. Ihm vertraue ich Atmenrechte. Gehe gut damit um, Jerker Masood. Das ist wie die Macht. Die Macht. An und hoffe, dass er das nicht wie selbstverständlich sieht. Ich vertraue ihm die Story von mir an und die ich gerade schrieb. Und es wäre wirklich ärgerlich für mich, wenn alles weg wäre. Nun kann das Lästern weitergehen. Ihr habt Spaß dabei, über den 15-Jährigen zu lästern. Und ja, heffern. So, und jetzt abschließend dazu, da ich das alles gelesen habe. Ich denke erstmal, Fake. Kein normales Kind, das 4 Jahre hat, setzt sich vor den PC und spielt Habbo hier am Arsch. Ich meine, Wo bist du aufgewachsen? Egal, in der Grove Street anscheinend. Okay, das zweite, was ich als total bescheuert finde, ist, dass er... Nee, es sind wirklich nur diese lächerlichen Jahre, die er da angibt. Mit 4 Jahren? Mit 8 Jahren? Ich hoffe, du hast deine ersten 20.000 mit 8 Jahren gemacht, ist klar. So, und was war noch, was ich total bescheuert fand? Was ist so einfach... Ach ja, das mit der Ehre, die hat er ja schön da auf... Ich hoffe, euch hat das Video, so wie es jetzt ist, gefallen. Das war echt denkwürdig, dieser Raum. Also, haut da rein, kommentiert. Ich will echt eure Meinung darüber wissen, ob das echt gelohnt hat, den Scheiß zu lesen. Ich meine, es hat sich nicht gelohnt, aber eventuell habe ich einen kleinen Lacher entlocken können durch dieses... Boah. Bis dann, wir sehen uns in Harburg. Bye. See ya.